Guten Morgen. Hallo. Willkommen zum Webcast Das neue Project for the Web. Jetzt einfach gemeinsam heute am 12. März 2020. Mein Name ist Jürgen Rosenstock und ich werde diesen Webcast vortragen, gemeinsam mit meiner Kollegin. Guten Morgen. Ja, Ja. schön, dass Sie da sind. Ganz kurz zu mir. Ich bin seit vielen Jahren bei Solvent tätig und ja, manage Projekte, Veränderungsprojekte bei Kunden im Zusammenhang mit der Einführung oder der Optimierung von Projektmanagementsystemen und Prozessen. Ich hatte die Freude, mitzuschreiben an den Büchern, die wir geschrieben haben zu Project. Das machen wir jetzt leider nicht mehr. Wir werden das Ganze digitalisieren, da doch die Papierform einfach nicht mehr der Aktualität oder der schnellen Aktualisierung standhalten kann. Ja, soweit erstmal zu mir. Ja, und natürlich bist du bei uns auch in der Beratung als Senior Consultant verantwortlich für das ganze Produktmanagement. Von meiner Rolle her, ich beschäftige mich mit Project seit 1990, das sind jetzt 30 Jahre. Gestartet mal mit der Version Project 1.0 für Windows, damals schon ein fantastisches Werkzeug. Habe mich auch mit dem Buch beschäftigt, was meine Kollegin gerade angesprochen hatte, und bin hier bei Solvent Co-Gesellschafter, Co-Geschäftsführer. Co-Gründer, ja, beschäftige mich mit oder bin verantwortlich für den Bereich Consulting bei uns hier, für das fachliche Consulting und für das Produktmanagement und für den Vertrieb übergreifend. Das soweit. Ganz kurz, wir müssen es einfach tun. Eine kleine Werbeeinblendung, ein paar Folien zu Solvent oder besser gesagt eine Folie zu Solvent, wer uns nicht kennt. Solvent ist eine Unternehmensberatung. Wir haben das Fokus, die Fokusthemen Projekt- und Portfolio-Management und im Gegensatz zu anderen Beratungsunternehmen versuchen wir, die Ergebnisse unserer Beratung nicht nur mit Excel anwendbar zu machen, sondern setzen auf erweiterte Microsoft Standard Software, historisch natürlich auf Project, auf SharePoint, auf Office 365 mittlerweile, auf Project Online, aber jetzt auch auf Power Plattform und auf das neue Project for the Web. Wir sehen uns so ein bisschen als Full-Service-Anbieter rund um Projektmanagement, Beratung und die Anwendung. Das heißt, wir haben bei uns im Unternehmen einen Consulting-Bereich, wir haben einen eigenständigen BI-Bereich, wo wir im größeren Stil auch Reporting-Lösungen für unsere Kunden entwickeln, wo wir auch Produkte haben, zum Beispiel ein eigenes Data Warehouse. Wir haben eine eigene Entwicklung, die Lösung für Microsoft-Werkzeuge entwickelt rund um das Projektmanagement, und wir betreuen unsere Kunden natürlich auch im technischen Sinne. Das ist der Bereich Support, wo wir ein eigenes Support-Team hier haben. Übergreifend bieten wir unseren Kunden PMO-Leistungen an. Das heißt, wir bauen PMOs auch für unsere Kunden, staffen aber auch bei Bedarf Kunden-PMOs mit. Ansonsten haben wir eine Menge Zertifizierung. Ich denke, heute macht es erstmal nur Sinn, dass wir darauf hinweisen, dass wir Microsoft-Partner sind. Ansonsten sind wir in vielen Fachrichtungen Projektmanagement zertifiziert nach verschiedenen Standards. Aber das sind auch Dinge, die man auf unserer Webseite einsehen kann. Das soll es erstmal soweit sein mit der Werbeeinblendung von der Inhaltsagenda in diesem dritten Workshop über Project for the Web, den wir jetzt hier durchführen. Wollen wir am Anfang mit einer Retrospektive starten, mit einer Prospektive, also auch mit einer Vorschau auf Project for the Web, alles anders. Ja, wer es noch nicht kennt, wer das alte Project kennt, wird sich erstmal, ja, erstmal gucken. Also man muss sich schon ein bisschen daran gewöhnen. Das ist schon ein ganz anderer Ansatz, was Project for the Web bietet. Und wir wollen dann eine Live-Demo machen, Project im praktischen Einsatz. Das heißt, wie funktioniert das Werkzeug? Wir wollen es einfach mal live zeigen und haben einen vierten Themenkomplex, die Individualisierung. Da haben wir das Thema Project und Power-Plattform mit dazu genommen. Das heißt, ist vielleicht nicht ganz deutlich geworden. Die Power-Plattform ist eine sehr zentrale Komponente im Einsatz für das neue Project for the Web. Das heißt, im Rahmen der Anpassung und der Erweiterung, und das werden wir dann aber auch nochmal an einer komplett eigenständigen Lösung hier mit Project in der Power-Plattform auch live zeigen, was es dort für Möglichkeiten gibt. Die Frage, die sich natürlich auch in diesem Webcast stellt Project oder Project? Das heißt, Sie setzen Project Online ein oder Sie wollen auf Project for the Web wechseln oder überlegen das zumindest. Wie kann man diese beiden Werkzeuge abgrenzen? Für wen macht welcher Werkzeugansatz am meisten Sinn? Und dann geht es nochmal am Ende um das Thema Vision und Realität vom Change zur Transformation. Werkzeuge sind sicherlich ein Teil, aber um das Ganze auch erfolgreich anzuwenden für ein besseres Projektmanagement, gehört vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Und da wollen wir ein bisschen auch aus der Praxis berichten, wie wir hier an diese Themen rangehen. Soweit die Inhaltsagenda. Das Ganze für eine Stunde geplant. Genau, noch etwas zum Organisatorischen. Zum einen, wir zeichnen das Webinar auf.
einfach um das hinterher auch zur Verfügung zu stellen. Auch an Sie natürlich werden Sie da nicht namentlich aufgeführt, also der Datenschutz bleibt gewährleistet. Zur Kommunikation während des Webinars jetzt. Sie können Fragen stellen über den, vielleicht haben Sie das schon gemerkt, Sie können sich dieses Fenster einblenden über diesen orangen Pfeil und dort finden Sie dann auch den Abschnitt Fragen und können während des Webinars Fragen stellen, die ganze Zeit. Wir werden zwischendurch dann die Fragen beantworten und auch am Ende nochmal einen kurzen Slot haben, um Fragen, die da noch übergeblieben sind, zu beantworten. Ja, die Mikrofone lassen wir ansonsten für Sie leider zu, da wir jetzt aktuell 49 Teilnehmer haben. Das ist immer ein bisschen schwer zu handhaben. Im Nachgang gibt es aber natürlich die Möglichkeit, mit uns auch nochmal in Kontakt zu treten. Soweit dazu. Ja, kommen wir mal auf den Punkt. Genau, und wir stellen auch Fragen an Sie. Da kommt jetzt gleich die erste, um zu schauen, ob das auch so funktioniert und auch schon mal eine erste Auswahl, also eine erste Einschätzung zu haben, wer uns hier eigentlich zuhört. Kommt jetzt hier eine, die Frage an Sie, welches Werkzeug Sie aktuell im Einsatz haben. Ich würde Sie bitten, einfach mal zu antworten. Wenn Sie da mögen. Sind, das genau. Jetzt kriegen Sie nicht. Da sind schon viele dabei im Moment, kann ich sehen. Wir dürfen hier nicht teilnehmen. Genau, wir selber nehmen nicht teil. Tut sich noch ein kleines bisschen was. Ich glaube, jetzt haben alle geantwortet. Ich schließe jetzt einmal die Umfrage und übertrage jetzt das Ergebnis. Ein ganzer Teil hat Project Server im Einsatz, auch viele Project Online, sogar Project for the Web sind schon einige dabei und auch bei der Microsoft Power Plattform und natürlich viele auch andere Werkzeuge. Aber ziemlich viel, 47%, da müssen wir noch was über tun. Die Hälfte, genau. Okay. Gut, okay. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung, dann machen wir mal weiter mit der Präsentation. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz auf den Punkt Retrospektive und Prospektive ein. Wer Solven vielleicht schon kennt aus Präsentationen im Vorfeld oder aus Vorträgen, der kennt möglicherweise auch diesen Aufbau, den wir bei Microsoft Project gerne immer mal auch im Rahmen eines Vertriebstermins, aber auch einer Beratung im Kontext Project zeigen. Project führt, wenn man das Programm das erste Mal startet und das erste Projekt anlegt, zu völliger Begeisterung. Das heißt, es ist ein tolles Werkzeug. Ich kann damit unglaublich gut und schnell Projektpläne erstellen, die wirklich auch beeindruckende Ausmaße annehmen können. Ich kann wunderbar Vorgänge gliedern, strukturieren, ich kann die Verknüpfung aufbauen. Aber es kommt die allmähliche Ernüchterung, das Werkzeug ist relativ komplex und es kommt auch bei manchen Anwendern relativ schnell die Phase der Panik. Vorgänge verschieben sich von allein, ich verliere völlig den Überblick und merke, dass Project wohl doch ein recht mächtiges Werkzeug ist. Aber egal, ich kann schöne Pläne erstellen. Möglicherweise hole ich mir einen Praktikanten dazu, der den Plan dann für mich weiter pflegt und manchmal passiert es auch, dass der Anwender sagt, Project ist für ihn möglicherweise nicht das richtige Werkzeug oder zu umfangreich und er wechselt zu Excel. Das ist ein Szenario, was wir durchaus kennen oder was möglicherweise auch manche von Ihnen kennen. Grundsätzlich kann man sagen, Project ist sehr komplex, wobei das Thema komplex sehen wir durchaus nicht so negativ behaftet. Wir würden vielleicht eher sagen, Project ist sehr umfangreich, das heißt, bietet sehr, sehr viele Funktionen. Es ist auch ein Werkzeug für ein klassisches Wasserfallprojektmanagement, wo man möglicherweise auch an gewisse Grenzen stoßen kann. Unsere Erfahrung hier in dem Kontext ist oder geht sehr, sehr oft in die Richtung rein, dass wir sagen, okay, Project wird einfach mal eben so eingeführt. Möglicherweise fehlt ein richtiger Change-Prozess. Möglicherweise fehlt die richtige Administration, Konfiguration von dem Werkzeug. Da wollen wir im Laufe dieses Workshops oder dieses Webinars einfach nochmal darüber sprechen. Grundsätzlich gibt es diesen Aspekt. Wir können aber auch in der Retrospektive zu Project bis heute, und wir sehen das auch durchaus noch in der Zukunft, haben wir durchaus Kunden, die dieses Werkzeug sehr, sehr langjährig einsetzen mit einer großen Zahl von Anwendern. Wir haben also durchaus Kunden, wo mehr als 1000 Anwender mit einem Project Online oder mit einem Project Server System arbeiten oder auch Project so einsetzen. Es kann funktionieren, wenn man gewisse Rahmendaten hierbei mit berücksichtigt.
Aber trotzdem sollte man einfach hier das Ganze mal ganz klar nochmal auch diese kritische Seite einfach mal ansprechen. Ja, Project for the Web, alles anders. Große Frage, weil wir hier bei uns im Team bei Solvent als Microsoft-Partner sehr früh die neue Version bekommen haben, bevor sie offiziell veröffentlicht war, waren wir erstmal etwas irritiert, was das jetzt hier sei. Wir hatten also recht früh so ein Hands-on-Lab, konnten es gemeinsam, konnten die neue Version sehr früh hier gemeinsam mit unseren Kollegen testen. Und ja, man kann im Prinzip Project for the Web, das neue Project for the Web, hier so beschreiben, dass es sich um ein Minimum Viable Product handelt. Der Begriff ist vielleicht einigen von Ihnen schon bekannt. Das Ganze steht wirklich für ein minimal überlebensfähiges Produkt. Und das heißt hier an der Stelle, Project for the Web hat einen, ja, sagen wir es mal diplomatisch ausgedrückt, einen überschaubaren Funktionsumfang, was man lange nicht vergleichen kann mit dem, was Project jetzt aktuell, also sagen wir mal Project Online, Project Server oder auch der Project Desktop bereitstellt. Da ist durchaus eine kleine, ein kleiner Unterschied zu erkennen. Gehen wir mal ganz kurz weiter. Warum tut Microsoft das überhaupt? Was denken die sich dabei? Ganz einfach, Microsoft arbeitet hier in diesem MVP-Ansatz auch mit anderen Werkzeugen im Office 365-Kontext. Man sagt ganz klar, man möchte hier ein Werkzeug nicht komplett selbst konzipieren, wie man sich in seinem eigenen Labor, in seiner eigenen Softwareentwicklung das ideale Projektmanagement-Produkt vorstellt, sondern man möchte hier die Anwender mit einbeziehen. Und das funktioniert bei anderen Werkzeugen, bei Teams und Planner zum Beispiel, sehr gut, auch bei anderen Produkten. Microsoft greift hier auf den externen Dienst User Voice zu. Das heißt, alle haben die Möglichkeit, hier als Anwender bestimmte Dinge einzufordern, bestimmte Funktionen einzufordern, diese oder auch Vorschläge zu machen für bestimmte neue Funktionen. Das Ganze wird bewertet und die Werkzeuge wachsen Schritt für Schritt. Das ist etwas, was bei Project for the Web, weil es noch relativ neu ist, Verhalten losgeht, aber durchaus bewegt sich hier einiges bei Project for the Web. Bei anderen Werkzeugen, wie zum Beispiel bei Teams, bei Planner, kann man das schon sehr klar erkennen, dass diese User Voice etwas bringt. Microsoft beobachtet natürlich auch über Telemetrie, welche Funktionen wo wie verwendet werden, wenn man das Ganze zulässt. Auch das hat einen gewissen Einfluss auf diese Produktentwicklung. Also, jetzt kann Project for the Web wenig, was werden wir gleich sehen, aber das Ganze hat durchaus System, und zwar in diesem MVP-Ansatz. Was auf jeden Fall erwähnenswert ist und was auch den Weg aufzeigt, wo es mit Project for the Web hingeht, Project basiert auf dem Common Data Service for Apps. Und dieses Common Data Service for Apps ist ja eine Datenbank, eine Cloud-basierte Datenbank für Microsoft Business Applikationen. Das heißt, das komplette Dynamics 365 läuft bereits auf diesem Common Data Service für Applications. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Signal, weil ich hier zum Beispiel erstmal in Richtung Microsoft-Kontext eine sehr, sehr offene Kommunikationsmöglichkeit habe zu anderen Applikationen, zum Beispiel im Kontext Dynamics. Es gibt aber auch ganz klare Commitments, zum Beispiel mit SAP, mit Adobe und mit anderen Unternehmen, die hier sich dem Common Data Service for Applications öffnen. Das heißt, wir haben hier eine ganz andere Herangehensweise in Zukunft, auf der einen Seite mit den neuen Project-Funktionen aus Dynamics zu nutzen oder andere Business-Applikationen von Microsoft. Wir haben aber hier zukünftig auch bessere Möglichkeiten im Kontext mitstellen, uns mit anderen Werkzeugen oder mit anderen ERP-Systemen zum Beispiel oder anderen Projektmanagement-Tools zu verbinden. Für uns ist das jetzt von Solvent ein sehr interessantes Thema, weil wir sagen, Project ist nicht immer unbedingt ein führendes System oder sagen wir mal eher selten. Project lebt auch von der Integration in andere Systeme. Und wenn ein neues Project hier in den zum Beispiel auf so einer Common Data Service for Applications Plattform aufsetzt, dann kann das hier an der Stelle einfach nur gut und hilfreich sein. Ja, gehen wir mal weiter in die Live-Demo. Und jetzt habe ich mich dafür hier auch schon einigermaßen positioniert. Ich habe jetzt ein ganz schönes Problem. Ich finde meine Maus nicht. Jetzt ist sie da, taucht sie auf. So, ich schiebe hier mal einen Browser rüber, in dem Falle hier ein Chrome-Browser, wobei das relativ egal ist. Ich gebe jetzt hier oben ein Project. Microsoft.com. Das ist der einfachste Aufruf von Project. Das heißt, diejenigen, die von Ihnen Office 365 haben oder auch hier Project Online Lizenzen haben, könnten über diesen Aufruf das neue Project starten. Und das ist genau das, was ich jetzt hier mal tue. Das, was ich jetzt hier bekomme, ist, ja, ich gebe zu, jetzt
erstmal eine Spieloberfläche, was Sie auch an den Dateinamen sehen können. Das Ganze nennt sich von der Oberfläche hier auch Project Home, steht seit einiger Zeit zur Verfügung von Microsoft. Seit vorletztem Jahr, Anja, haben wir das bereits zur Verfügung. Ja. Was macht diese Oberfläche aus? Diese Oberfläche gibt mir die Möglichkeit, dass ich ein neues leeres Project for the Web Projekt starten kann. Ich könnte auch hier eine sogenannte Roadmap öffnen. Roadmap ist eine, ja, sagen wir mal, bis heute sehr rudimentäre Funktion von Microsoft, um verschiedene Projektmanagement-Pläne, Planner-Pläne, Project-Pläne, Project-for-the-Web-Pläne hier zu integrieren. Wir haben das bei unseren Kunden noch nicht wirklich im Einsatz, also nur ein kleiner Hinweis. Es gibt hier so eine Funktion für eine Roadmap, da gehen wir jetzt aber nicht gesondert drauf ein. Ich habe hier eine Liste meiner Project-for-the-Web-Projekte, zuletzt verwendet, mit mir geteilt, von mir erstellt. Und unten, da habe ich auch das, was nach wie vor Gültigkeit hat. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, Project-Online-Pläne zu erstellen. Das heißt, auch hier in der Liste können Sie zum Beispiel sehen, dass hier Project-Pläne sind. Project steht für Project for the Web und PWA steht für die Project Web App. Das sind Project-Online-Pläne. Diese Begrifflichkeit Project-Project ist etwas irritierend. Wir können es einfach mal vielleicht so zusammenfassen. Microsoft gibt ein ganz klares oder hat ein ganz klares Statement bereits im Jahr 2018 abgegeben, dass Project der Name für Projektmanagement mit Microsoft-Werkzeugen sein wird. Das heißt, im Augenblick heißen beide Werkzeuge Project mit der kleinen Ergänzung Project Online, Project Server oder Project for the Web. Aber alles ist in dieser Familie Project zusammengefasst. Wie sich das Ganze strategisch weiterentwickelt, das werden wir uns aber gleich auch nochmal in weiteren Folien anschauen. Machen wir mal Folgendes. Wir wollen hier ein komplett neues, leeres Projekt erstellen. Und ja, ich bin jetzt in einer Rolle drin, dass ich mal eben schnell ein Projekt erstellen möchte. Das heißt, es ist vielleicht ein etwas anderer Ansatz als mit Project Online, Project Server, wo ich überhaupt erstmal ein Mandat oder einen Antrag oder eine Anforderung definiere. Hier kann ich relativ einfach erstmal beginnen. Ich habe einen total schlanken Monitor. Ich mache mal ganz kurz das ein bisschen größer, dass Sie das ein bisschen besser sehen können. Ich gehe jetzt mal hier auf eine neue Aufgabe. Die neue Aufgabe nenne ich Konzeption, ich drücke Enter, die nächste Aufgabe heißt Planung und die nächste Aufgabe heißt dann darunter Realisierung. Ich habe also hier relativ einfach eine Liste gemacht von Aufgaben. Das Ganze nennt sich hier Rastersicht. Ich habe also hier eine Rastersicht, eine Boardsicht, gucken wir uns gleich an, und eine Zeitachsensicht, wo ich das Diagramm dahinter versteckt habe. Ich klappe das Ganze mal zusammen. Im Standard werden mir hier Spalten angeboten für zugewiesen an. Da werde ich gleich meine Kollegin mal mit einer Aufgabe versehen, die Kollegin auch hoffentlich anzieht. Ich freue mich drauf. Genau, dann haben wir hier die Spalte Dauer für die Dauer eines Vorgangs und ich klicke mal hier auf Spalte hinzufügen. Ja, und jetzt kommt hier vielleicht mal für diejenigen, die Project Online oder Project Server kennen, so eine kleine Ernüchterung. Mehr Felder gibt es hier nicht. Das heißt, es gibt keinen Basisplan, es gibt keinen Anfang 1 bis Anfang 10, es gibt keine Dauer 1 bis 2030 und es gibt hier auch keine Felder jetzt im Fertigungsgrad prozentual abgeschlossen und ähnliches. Das fehlt hier alles noch. Das ist etwas, was wächst. Microsoft lebt hier den MVP-Ansatz, wie erwähnt, und wir haben hier erstmal relativ überschaubare Funktionen. Ich nehme aber auf jeden Fall hier mal als Feld mit dazu einen Aufwand. Diejenigen, die Project kennen, wissen, Aufwand ist möglich. Er ist das Feld der Arbeit aus dem alten Project und ich füge nochmal eine weitere Spalte dazu, wo ich hier zum Beispiel die Gliederungsnummer mir anzeigen lassen kann, also ein PSP-Code, den schiebe ich jetzt mal, jetzt muss ich es doch mal ein bisschen kleiner machen, die Gliederungsnummer schiebe ich jetzt mal hier nach ganz links rüber. Das heißt, ich kann auf die Art, man muss es auch richtig machen, jetzt hat es geklappt, ich kann hier auf die Art und Weise also auch einen Projektstrukturplan anzeigen, wobei ich habe ja noch gar keine Projektstruktur, aber die bauen wir hier auch gleich auf. So, bevor ich jetzt meine Kollegin zuordne, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich erfasse hier mal neue Vorgänge und ich sage jetzt hier mal, ich möchte einen Vorgang oben einfügen, einen unbenannten Vorgang. Diesen Vorgang nenne ich jetzt hier einfach mal Modul 1 oder pardon, Modul 2, weil ich darüber gleich nochmal eine andere Aufgabe einfügen möchte, und zwar das Blick. Ich lösche das Modul 1. Jetzt habe ich hier zwei Vorgänge. Und diese beiden Vorgänge kann ich jetzt, ich traue mich mal kurz, das mit der
ja, mit der Tastenkombination zu machen. Die gleiche Tastenkombination, die ich auch bei dem Project habe, schon seit Ewigkeiten, um Vorgänge einzurücken. Ich könnte das ganze Einrücken natürlich auch vornehmen hier über das Menü. Das heißt, ich kann hier jederzeit Teilaufgaben höher stufen, tiefer stufen. Diese Möglichkeiten sind da. Und hier habe ich meinen ganz einfachen Vorgang. So, jetzt werde ich diesen Vorgang mal zuordnen. Das heißt, ich werde jetzt hier für diese Aufgabe meine Kollegin Frau Stab suchen. Ich gebe jetzt mal die Kennung ein für ihre E-Mail-Adresse a.stab@zollwin.com. Da finde ich die Kollegin auch schon. So, und jetzt geht hier ein großer Dialog auf. Genau, jetzt kommt die Integration mit Office 365. Das heißt, Sie haben jetzt hier die Wahl, entweder eine neue Office 365-Gruppe zu erstellen für dieses Projekt, über die dann die Berechtigungen für dieses Projekt verwaltet werden. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, also sogar eine bestehende Office 365-Gruppe auszuwählen. Sie können auch hier, wie das bei den Office 365-Gruppen üblich ist, unterscheiden in privat und öffentlich. Das heißt, ob Sie sie zugänglich machen oder die Mitglieder nur eingeladen werden können. Das ist das gleiche Prinzip. Ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen aus der Beratung, das ist natürlich relativ überschaubar, wenn ich mir anschaue, dass wir ein Project Online oder Project Server System für komplexe Linienorganisation, Matrixorganisation für über 1000 Anwender konfigurieren können in Abstimmung mit einer Arbeitnehmervertretung, dass auch jeder nur das sehen kann, was er sehen darf und ähnliches. Das ist noch eine kleine Reise, da haben wir jetzt hier noch nicht so viel Funktion, aber da müssen wir halt auch über die Positionierung von Project for the Web sprechen, auf jeden Fall erstmal MVP. Aber es ist auch so ein Produkt, was ich verwenden kann, um eben mal kurz einen Projektplan zu erstellen. Konkrete Bedeutung kommen wir gleich nochmal drauf. Ich lege jetzt hier mal einen Gruppennamen an. Demo für der Webcast nenne ich das Ganze. Den Rest spare ich mir einfach mal, gehe auf Erstellen und Zuweisen. Und schon ist die Kollegin jetzt hier mit drin zugeordnet. Ich könnte jetzt hier auf die Art und Weise auch noch ganz andere Kollegen mit dazu nehmen. Ich nehme mal unseren Kollegen Gerd Walter aus dem Süden. Manu. Da ist er. Hat sich kurz versteckt. So, Mitglieder zu diesem Projekt hinzufügen. Diese Person weise ich jetzt hier auch mit zu dieser Gruppe. Und so habe ich jetzt hier einen weiteren Kollegen und so könnte ich alle aus unserer Office 365 Organisation hier mit berücksichtigen. So, erstmal relativ unspektakulär. Jetzt mache ich mal ganz kurz weiter. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen hoch, mache mir nochmal Gedanken über die Dauer des Vorgangs, oder ich fange jetzt erstmal an hier mit den Stunden für einen Vorgang. Ich erfasse jetzt hier die Stunden für den Vorgang. Ich sollte mir nochmal Gedanken machen, wann der Vorgang eigentlich überhaupt auch beginnt. Das hatte ich hier noch nicht ergänzt. So, das packe ich auch nochmal mit dazu. Und ich kann jetzt hier entsprechend auch sehen, wie Project im Augenblick rechnet. Project rechnet hier in Project for the Web erstmal nur mit einer hundertprozentigen Zuordnung zu Vorgängen. Das ist aber auch etwas, was sich ändern wird. Das heißt aber, so stelle ich jetzt hier meinen Projektplan Schritt für Schritt zusammen, kann hier auch weitere Details noch erfassen. Was noch ganz interessant ist bei Project, ich will es mal ganz kurz an dieser Stelle nochmal ansprechen. Das ist eine Funktion, die jetzt, glaube ich, seit einigen Wochen erst zur Verfügung steht. Link zu einem Vorgang kopieren. Ich kann jeden Vorgang als Link an irgendwelche Kollegen meiner Organisation schicken, sodass die auch hier eine Teilaufgabe auf die Art und Weise einfach per Mail bekommen. Und wenn sie hier in der Office 365-Gruppe sind, diese Teilaufgabe auch öffnen. Genau, und natürlich gibt es auch dadurch, dass jede Teilaufgabe einen Link hat, ergeben sich dadurch auch viele technische Optionen, diese in Schnittstellen und so weiter einzubinden. Ich habe mal ganz kurz den Link in die Zwischenablage genommen. Ich packe den mal ganz kurz hier in den Browser rein. Lass mir das mal ganz kurz anzeigen und sehe jetzt hier, das ist jetzt das, was ich verschickt habe als Link. Und hier könnte jetzt der Kollege diesen Vorgang entsprechend auch weiter bearbeiten. Ich gehe hier mal wieder raus. Ich gehe mal hier wieder in meinen Projektplan rein. Jetzt gehe ich mal auf den Punkt Zeitachse. Schauen wir mal an, was hier in der Zwischenzeit entstanden ist. Was hier in der Zwischenzeit entstanden ist, ist ein Vorgang. Das heißt, ich habe jetzt hier einen ersten Vorgang. Ich habe hier eine grafische Darstellung. Ich gehe jetzt mal hier auf den zweiten Vorgang, lege für diesen zweiten Vorgang jetzt nochmal einen Anfangstermin fest und lege für den zweiten Vorgang eine Dauer fest. Und auf die Art und Weise
entsteht im Hintergrund auch ein Projektplan und hier unten steht jetzt nochmal Abhängigkeit hinzufügen. Ich verbinde diesen Vorgang Modul 2 mit dem Vorgang Modul 1 und jetzt klappe ich mal ganz kurz hier den Dialog weg und sehe hier, dass so Schritt für Schritt mein ganz normaler Projektplan entsteht. Also relativ simpel, relativ einfach, um mit Project zu arbeiten. Ich gehe mal auf das Board, das wird vielleicht einige von Ihnen interessieren. Das Board ist hier im Endeffekt nichts anderes als auch ein Planner. Man muss sagen, es ist nicht der Planner. Das ist ein eigenständiger Planner, der allerdings funktioniert wie der Planner, hat aber einen entscheidenden Vorteil. Ich lege jetzt hier mal Buckets an. Buckets könnten genauso gut auch aus Prints sein, die ich jetzt hier nach verschiedenen Maßgaben anlegen könnte. Ich kann genau wie im Planner hier diese Aufgaben jetzt auf die verschiedenen Buckets verteilen. Das ist nichts anderes als der Projektplan, den ich im Hintergrund habe. Ich kann hier im Hintergrund eine Spalte hinzufügen, die mir dann sogar auch anzeigt, zu welchem Bucket hier dieses Arbeitspaket relativ hier gehört. Das heißt, ich habe hier im Prinzip eine Kombination zwischen Wasserfall-Projektmanagement, aber auch zwischen klassischem Projektmanagement hier in einem Plan. Mit einer ziemlichen Leichtigkeit und das ist ein bisschen interessanter als das, was Planner bietet. Wir hoffen, dass das beides zusammenwachsen wird, Planner und das Board in Project. Es gibt ein paar Signale, aber im Augenblick kann man dazu erstmal relativ wenig sagen. So, das ist jetzt mal so ein erster Blick gewesen. Vielleicht kannst du nochmal schauen, dass man das Board auch unterschiedlich gruppieren kann, wie man das auch vom Planner schon kennt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Status gruppiert, die sind ja jetzt alle noch nicht begonnen und man kann jetzt auch zum Beispiel, schiebt doch mal das Modul 1 auf in Arbeit. Jetzt wird hier auch automatisch der Fortschritt angepasst und diese Werte finden sich jetzt eben auch im Projektplan wieder. Also eine andere und einfachere Arbeitsweise mit der Erledigung von Aufgaben, die eben auch direkt im Plan wieder ist. Das war also im Projekt. Plan, den wir ja vorher im Raster und im Gantt gesehen haben. Das heißt, wir haben hier jetzt das, was viele Planner-Nutzer sich auch gewünscht haben, dass eben zum einen Abhängigkeiten auch in dieser Art der Board-Darstellung abgebildet werden können und die Darstellung auch nach Zeitphasen möglich ist. Habe ich noch was vergessen? In dem, was wir hier aktuell drin haben? Nein, ich glaube erstmal nicht. Dann gehen wir hier mal wieder raus, gehen wir mal wieder in die Folienwelt. Achso, doch, dann würde ich doch, ich wusste jetzt noch nicht gar nicht, dass du ganz damit aufhören kannst. Vielleicht, was man noch erwähnen kann, über die Office 365-Gruppe haben wir ja vorhin Mitglieder mit aufgenommen. Zuerst mich und dann der Herr Walter ist dort ja auch dann quasi automatisch mit eingetragen worden. Alle Mitglieder dieser Gruppe haben jetzt eben auch die Berechtigung an dem Plan, können auch gleichzeitig am Plan arbeiten, sodass auch eine gemeinsame Erledigung der Projektplanungsaufgaben deutlich besser möglich ist, als das in der alten Welt möglich war. Jetzt aber. Gut. Wunderbar, dann kommen wir mal weiter in die Präsentation rein. Das war jetzt ein kleiner Blick auf den praktischen Einsatz. Der ganze Spaß kostet natürlich Geld. Microsoft hat hier ein sehr interessantes Lizenzmodell angeboten. Und bevor man auf dieses Lizenzmodell jetzt im Detail eingeht, vielleicht ganz kurz die Information. Microsoft strebt keine Parität bei der Werkzeuge an. Irgendwann wird Project for the Web deutlich mehr Funktionen haben als jetzt. Das werden wir abwarten. Beides heißt Project. Es gibt Organisationen, also wir haben Kunden, die mit Project arbeiten, Project Online oder Project Server, die aber Project for the Web schon testen wollen. Die Lizenzen sind hier identisch, das heißt, ich habe hier eine Essential-Lizenz und die ist 1:1 identisch mit der Project Web App-Lizenz oder hier in dem Falle mit der einfachen Lizenz, die ein Teammitglied benötigt, um hier Rückmeldungen zu machen in dem klassischen Project, um hier den zugeordneten Projektplan zu sehen und ähnliches. Diese Lizenz liegt hier bei 5,90 Euro. Es gibt jetzt ein neues Lizenzmodell, Project Plan 1, 8,40 Euro. Die kann ein bisschen mehr. Das heißt, die hat noch hat die Möglichkeit, auf die Roadmap zuzugreifen. Und dann kommen wir über die klassische Welt für den Projektleiter rein, Project Online Professional. Hier der Preis weiterhin 25,30 Euro. Auch diese
Person kann dann Project for the Web verwenden. Und das ist jetzt eher relevant wirklich für die Project-Welt, die Online-Premium-Welt. Project kann ja durchaus mehr als Wasserfall. Das heißt, ich kann mit Project Server und Project Online ein komplettes Projektportfolio-Management, ein strategisches Projektportfolio-Management abbilden, von der Projektidee, von der Anforderung über die Bewertung in Abstimmung mit der Strategie einer Organisation, über die Projektauswahl bis zur Planung und Steuerung. Also sehr, sehr umfänglich kann ich damit arbeiten, aber dafür brauche ich halt diesen Premium-Plan. Der normale Projektleiter, für den reicht möglicherweise der Plan 3 bereits aus. Genau, vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, die Project Online Essentials, die gibt es ja schon sehr lange, die gewährt keinen Zugriff auf Project for the Web, während Projektplan 1 eben den Zugriff auf Project for the Web gewährt, aber auch nur auf Project for the Web, also nicht auf Project Online, und Projektplan 3 und Plan 5 geben dann auf beides den Zugriff oder die Lizenz für den Zugriff. Ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen besser dargestellt. Okay, wunderbar. Das können Sie sich beim Nachhinein auch gerne anschauen. Das heißt, wir stellen diese Webcast natürlich zur Verfügung. Hier ist auch gerade eine aktuelle Frage dazu. Plan 2 und Plan 4 gibt es nicht. Nein, aktuell gibt es Plan 2 und Plan 4 nicht. Ich weiß auch nicht, ob es dafür irgendwelche Pläne gibt, das irgendwann zu füllen. Da haben wir keine Informationen dazu aktuell. Man kann vielleicht sachdienlich darauf hinweisen, dass die Lizenz, das Lizenzmanagement bei vielen Softwareanbietern ein Orakel ist. war für uns auch eine Fragestellung. Gibt es auch in anderen Bereichen, dass dazwischen nicht nochmal fehlen. Wer weiß, was alles noch kommt. Gut, weitere Fragen haben wir gerade nicht. Dann machen wir mal weiter. Es gab noch eine Frage, auf Planner, beziehungsweise ja, was macht mehr Sinn jetzt, Planner oder Project for the Web, womit man sich beschäftigen sollte. Das ist jetzt natürlich so, ohne die Ausgangslage bei Ihnen zu kennen, schwer zu sagen. Das hängt halt eben davon ab, wie die Anforderungen sind. Ich persönlich ist meine Einschätzung und auch das, was ich so in meinem Netzwerk höre, wir glauben nicht, dass Planner weitere Funktionalitäten in Richtung Abhängigkeiten und Zeitschienen und so weiter erhält. Diese Funktionalitäten werden, denke ich, eher in Project for the Web eben bedient werden. Also das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo man sagen kann, okay, was macht da für meine Organisation mehr Sinn? Ich denke, da müsste man sich im Detail unterhalten, wie bei Ihnen die Ausgangslage und die Wünsche sind, um zu schauen, was da die richtige Antwort ist. Ja, im Planner habe ich eine zeitliche Darstellung, allerdings nur über die Kalenderansicht. Und wenn ich jetzt einfach einen Wasserfall benötige, dann macht es möglicherweise sehr viel mehr Sinn, darauf zu setzen. Der Planner hat vielleicht ein, zwei mehr kleine Funktionen, zum Beispiel was die grafische Darstellung angeht. Auf der anderen Seite kann ich natürlich per Power BI auch eine ganze Menge aus Project for the Web und damit auch aus diesem Project for the Web Board rausholen für eine Darstellung von Fertigstellungsgraden, von Aufgaben, wie geht das Projekt voran und ähnliches. Das gucken wir uns aber auch gleich nochmal weiter an. Hier ist noch eine weitere Frage, ob Project for the Web freigegeben werden muss. Es gibt jetzt seit ganz wenigen Tagen, wird ausgerollt ein Feature, dass Project for the Web aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Also Project for the Web ist ausgerollt worden im Herbst und war automatisch aktiv. Also dort hatte man auch keine administrative Möglichkeit, das zu deaktivieren. Und diese Möglichkeit wird jetzt gerade ausgerollt. Kann sein, dass es auch auf Ihren Umgebungen schon so ist. Und dann haben Sie eben administrativ die Möglichkeit zu entscheiden, ob Project for the Web Pläne erstellt werden können aus Project Home heraus oder nicht. Ja, das dazu. Dann haben wir noch ein weiteres Orakel hier, und zwar die Microsoft Project Roadmap. Die Informationen hier basieren durchaus auf Informationen von Microsoft, aber sie sind nicht 100% hier abgesichert. Zum Thema Project Online. Es gibt kein angekündigtes Ende von Project Online. Wir gehen davon aus, dass Project Online auf jeden Fall für die nächsten Jahre weiter zur Verfügung steht. Wir setzen ganz klar auf Project
online. Wir leben in einer Partner-Community. Solven ist Mitglied im Partner Advisory Council von Microsoft, sodass wir halt auch mit anderen Partnern auf der Welt einen sehr, sehr guten Kontakt haben. Und da kann man einfach nur sagen, Project Online lebt und wird so gesehen von Microsoft weiter zur Verfügung gestellt. Und wir stellen Project Online weiter für unsere Kunden auch zur Verfügung und führen das hier auch mit voller Überzeugung ein, weil es sich halt auch wirklich abgrenzen lässt von Project for the Web. Anders sieht das aus bei Project Server. Aktuell haben wir die Version Project Server 2019 und es gibt hier ein angekündigtes Ende des erweiterten Supports im Jahre 2026. Das sind jetzt noch mehr als 6 Jahre, also 6 Jahre und 3-4 Monate. Insofern ist das noch eine Zeit und wir führen Project Server auch nach wie vor erfolgreich bei Kunden an. Einfach die Frage, möchte der Kunde ein Projektsystem in der eigenen Infrastruktur haben oder möchte er das Projektsystem eher in der Cloud haben? So, es gibt auch hier gewisse Entwicklungen bei Project Online. Das Agile Desktop ist, glaube ich, einigen bekannt, dass es diese Funktion in Project Desktop bereits gibt. Project Online basiert grundsätzlich auf SharePoint und die neue Welt basiert auf Common Data Service for Applications. Das Ganze hat, also das Project for the Web, hat eine oder befindet sich in einer Annäherung mit Dynamics 365 PSA. PSA als Project Service Automation. Das ist im Rahmen von Dynamics 365 eine Projektmanagement-Komponente, wo es von Microsoft Ankündigungen gibt, dass hier Funktionen von PSA für Project for the Web übernommen werden. Es gibt auch Aussagen, dass man hier in dem Falle zum Beispiel sagt, die PSA-Funktionen von Dynamics gehen rüber zu Microsoft Project. Ist ein bisschen komisch für uns, wir können es nicht seriös sagen. Es sind hier einfach Mutmaßungen. Microsoft hält sich hier im Augenblick sehr, sehr zurück. Auf der anderen Seite sind es Dinge, die absolut Sinn machen, dass man hier bewährte Funktionen, gerade aus dem Controlling-Bereich von PSA, mit für Project zur Verfügung stellt. Es gibt die Power-Plattform seit einiger Zeit und die Power-Plattform ist eine ganz klare Zukunftstechnologie von Microsoft, auf die wir auch schon in den ersten Projekten jetzt seit den letzten Monaten erfolgreich setzen, in Kundenprojekten. Project for the Web ist bekannt. Und ja, ich klicke mal ganz kurz ein bisschen weiter auf, sodass wir die komplette Folie haben. Das war einmal zu weit. So, das heißt, wir gehen hier davon aus, dass wir jetzt in diesem Jahr, also Ankündigung von Microsoft ist im ersten Halbjahr 2020, Funktion für ein wirkliches Ressourcenmanagement bekommen, Time- und Financial Management hier bekommen. Es gibt hier Aussagen, dass es hier auch erweiterte Rückmeldefunktion geben soll. Es soll, das ist eine Information, ja, die ist spannend, es soll eine Synchronisation mit dem Planner geben. Da ist jetzt halt die Frage, wächst der Planner zusammen? Das ist etwas, was wir erstmal überhaupt hier so, ja, was wir an der Stelle erstmal sehen würden. Und es gibt in der Linie von Project Online hier nochmal ein Upgrade in Project for the Web, wo wir sagen, Upgrade ist eigentlich der falsche Begriff, das ist ein angekündigter Migrationspfad. Das heißt, die Personen, die jetzt auf Project Online setzen oder die Unternehmen, die auf Project Online setzen, könnten dann in der Erwartung, dass zumindest die entscheidenden Funktionen auch vorhanden sind, hier von Project Online migrieren auf Project for the Web. Das sind die Ankündigungen. Genau, vielleicht gab auch eine Frage schon, dass wir doch bitte auf die Begriffe nochmal eingehen sollen, weil eben da gerade sehr viele Begriffe auch von Microsoft beworben oder ja verbreitet werden. Ich versuche das nochmal, die meisten Begriffe haben wir, glaube ich, hier jetzt auf der Roadmap drin. Also das eine ist der Project Desktop. Was ist Project Desktop? Project Desktop ist der Client, den Sie auch lokal verwenden können, ja ohne Project Online oder Project Server Anbindung, der hier jetzt in der Roadmap auch auftaucht bei dem Punkt Agile in Desktop Client. Der zweite Begriff ist Project Online. Project Online ist die Cloud-Version von dem guten alten Project Server, den viele von uns ja seit vielen Jahren kennen. Ist im Prinzip ein Service von SharePoint und eben auf SQL-Datenbanken basierend. Project for the Web ist das neue Projekt, kann man sagen. Also Microsoft hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Projektmanagement
im Werkzeug ganz neu zu denken. Und da ist der Anfang davon, ist Project for the Web. Es ist also auch ein Projektmanagement-Werkzeug in der Cloud, allerdings mit einer ganz anderen Architektur, eben auf dem Common Data Service basierend und integriert in die Power-Plattform Office 365 etc. pp. PSA ist Project Service Automation. Das ist ein anderes Projektmanagement-Werkzeug von Microsoft, das eben ein Modul von Dynamics 365 ist und deutlich mehr an, an Finanzanwendungsfällen und Abrechnungsanwendungsfällen ist. Dann gibt es noch den Ausdruck Project Operations ist das, glaube ich, den haben wir hier noch gar nicht auf der Folie, weil den gibt es auch erst seit ein oder zwei Wochen, glaube ich. Und zwar wird PSA umbenannt. Genau, da ist ja Project Operations wird, also PSA wird aufgehen in Project Operations. Wir sind durchaus aktuell mit der Folie. Ja, sorry, das habe ich ja, wie Wahnsinn, wie schnell wir sind. Das ist nämlich manchmal im Moment gar nicht so einfach für uns, hinterherzukommen, unsere Foliensätze zu aktualisieren mit den Ankündigungen, die es gibt. Ja, ich hoffe, damit haben wir das jetzt einigermaßen erklärt. Ansonsten kommen Sie gerne auf uns zu, dass wir auch im Nachgang das noch näher erläutern. Wir haben ja hier auf jeden Fall eine Abkürzungsbeauftragten auch bei uns. Also auch wir kommen durchaus manchmal in Schleuder mit der Menge der Begrifflichkeiten hier. Ja, gehen wir weiter auf das nächste Thema. Wir haben uns bis jetzt einfach mal angeschaut, Retrospektive, Prospektive. Was bedeutet Project überhaupt? Wir haben uns jetzt das neue Project for the Web angeschaut. Und jetzt geht es um die Individualisierung Project on Power Platform. Das heißt, was habe ich für Möglichkeiten, dieses neue Project, was so wenig Funktionen hat, trotzdem in meiner Organisation einzuführen? Und wir haben tatsächlich einige Projekte in Deutschland und auch in Österreich, wo wir jetzt hier auf diese Plattform setzen. Das Ganze ging letztes Jahr im Laufe des Jahres eigentlich los. In der ersten Hälfte kamen die ersten zarten Anfragen mit der Power-Plattform oder mit den Power-Apps haben wir uns durchaus davor schon beschäftigt. Kommen wir da ein bisschen mehr auf die Details. Das ist jetzt einfach mal eine klitzekleine Marketingfolie, aber wir haben Preis und alles rausgelassen. Einfach nur mal eine Folie aus dem klassischen Leben. Das, was Sie sehen, wir nennen das jetzt hier PPM Start, ist nichts anderes als eine vorkonfigurierte Plattform, die wir zur Verfügung stellen, die deutlich mehr Funktionen zur Verfügung stellt als jetzt ein reines Project for the Web. Das Ganze basiert auf dem Common Data Service und diejenigen, die von Ihnen Dynamics kennen, werden vielleicht auch sagen, das ist doch Dynamics 365. Jein, ist es nicht. Sie brauchen jetzt hierfür kein Dynamics 365 einzuführen, wenn Sie ein erweitertes Project nutzen wollen. Das ist jetzt hier eine Applikation, die wir gebaut haben. Ganz kurz zu den Symbolen. Über Abkürzungen haben wir schon geredet. Jetzt reden wir mal ganz kurz über Symbole. Das neue Project for the Web Logo können Sie hier sehen. Das nächste Logo, was Sie hier sehen können, unten rechts ist das Logo Power Apps, ein Modul, um mit Low-Code oder No-Code, so die Microsoft-Sprache, einfache Applikationen zu erstellen. Wir haben das Werkzeug Power Automate, also Power Apps, Power Automate. Power Automate in Klammern, das ist eigentlich Flow, wer das von Ihnen kennt, das heißt mittlerweile Power Automate. Und das dritte Werkzeug im Bunde, das kennen vielleicht viele von Ihnen, das ist Power BI. Das heißt, mit diesen drei Werkzeugen haben wir die Möglichkeit, Project for the Web deutlich zu erweitern. Und das, was wir Ihnen auch gleich dazu live zeigen wollen, geht genau in diese Richtung rein. Vielleicht ein paar kurze Eckpunkte, bevor wir das mal live zeigen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Warum Project on Power Plattform? Wir haben die Möglichkeit, komplett eigenständige Projektmanagement- und Portfolio-Management-Lösungen zu bauen. Eigenständig muss man vielleicht in Klammern setzen, weil wir setzen ganz klar auf Microsoft-Technologie auf. Wir haben Kunden, wo ein umfangreiches Wasserfall-Projektmanagement im Augenblick überhaupt kein Thema ist, die aber ein umfassendes PRINZ 2 abbilden wollen oder irgendein anderes erweitertes Projektmodell, die ein größeres Anforderungsmanagement abbilden wollen, wo es sehr, sehr stark wirklich um das Thema Prozesse geht, um einen Formalismus geht, um das Workflow geht. Dort können wir komplett eigenständige Komponenten entwickeln. Und das Interessante für uns ist, wir sind dort nicht mehr unbedingt jetzt in dem Project-Rahmen unterwegs, sondern anstatt uns relativ früh auch mit dem Werkzeug zu beschäftigen in der Anpassung, haben wir hier in unserer Beratung viel mehr Möglichkeiten im Rahmen eines Beratungsmandats mit dem Kunden die ideale Lösung zu skizzieren und diese Lösung dann erfolgreich umzusetzen mit der neuen Plattform. Das heißt, wir sind komplett offen und nicht mehr in den festen Entitäten von Project unterwegs und vielleicht auch nicht mehr ganz so fest in der Oberfläche von SharePoint unterwegs.
Das heißt, ideal für komplexe Workflows, hatte ich gesagt, Any-Device-Zugriff, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alles, was wir mit der Power-Plattform und mit Project for the Web machen, geht auf Ihrem Handy, funktioniert auf Ihrem Tablet. Das heißt, durch den Cloud-Zugriff sowieso kann ich überall auf diese Daten zugreifen. Und da haben wir bereits, ich glaube, im vorletzten Jahr begonnen und Anfang letzten Jahres ausgerollt für einen Kunden. Zum Beispiel hier eine gewisse Formularbearbeitung auch auf dem Handy ermöglicht. Das heißt, hier konnten Anträge freigegeben werden, Formulare ergänzt werden und Ähnliches, egal auf welchem Device der Anwender gerade unterwegs war. Ja, was wir auch sagen, Standardsoftware als Basis, dadurch keine Beratungsabhängigkeit. Naja, damit gefährden wir uns selbst oder auch nicht. Grundsätzlich fußt unsere Beratung auf einem gewissen Anspruch und wir hoffen auch, dass wir uns mit dem Kunden gut verstehen. Aber eine Kundenbeziehung oder eine Beziehung von Ihnen zum Lieferanten kann natürlich auch länger dauern oder kann sich einfach auch ändern. Sie legen sich nicht fest auf ein Beratungsunternehmen, sondern Sie suchen sich das Beratungsunternehmen raus, was zu Ihnen passt und könnten also hier, da wir einfach auf einer Standardplattform entwickeln, hier auch mit anderen Unternehmen austauschen. Sie haben aber auch, und das ist vielleicht auch ganz interessant, eine Möglichkeit hier, eigenes Know-how für die Power-Plattform in Ihrer Organisation aufzubauen. Was wir tun, ist schon relativ komplex mittlerweile mit der Power-Plattform. Es ist nicht einfach alles mal schnell zusammengeklickt, aber viele Teile kann eine Organisation durchaus auch selbst hier anpassen. Man muss natürlich schon sagen, wenn man eine businesskritische Applikation baut, gehört ein bisschen mehr dazu. Für ein einfaches Projektmanagement, denke ich, kann der Kunde durchaus auch eine ganze Menge bereits selbst machen. Es gibt ein wachsendes Angebot an Add-ons, an Erweiterungen hier für Project. Also auch hier gibt es viele Möglichkeiten der Erweiterung zukünftig. Und was man natürlich sagen muss, die Power-Plattform ist wirklich zu 100% integriert in Office 365. Das soweit zur Power-Plattform. Und jetzt habe ich genug davon erzählt. Jetzt möchte ich die Power-Plattform ganz gerne mal zeigen und es ist tatsächlich wieder so, ich suche meine Maus, da habe ich sie und jetzt suche ich mal das richtige Fenster und ich schiebe jetzt mal hier diese Power-Plattform mal rüber. Das ist eine Lösung, die unser Consulting-Team auch mit unseren Entwicklern und mit dem BI-Team gemeinsam entwickelt hat. Das sieht erstmal relativ unspektakulär aus. Ich habe hier eine ganz einfache Projektliste, ich habe eine ganz einfache Navigation, die natürlich komplett angepasst werden kann. Die ganze Oberfläche kann angepasst werden. Das heißt, die Anpassung geht bei unseren Kundenprojekten teilweise so weit, dass man überhaupt nicht mehr erkennt, dass es eine Microsoft-Software ist. Also ganz andere Möglichkeiten, die ich hier habe. Ich habe hier eine ganz einfache Auswahl, alle Projekte oder nur einzelne Projekte. Und was sehr schön ist, ich habe die Möglichkeit, auch das Ganze hier zu gruppieren nach meinen eigenen Kriterien in den Projekten, wobei ich mich jetzt gerade frage, Vorführeffekt, warum es jetzt gerade nicht geht. Ich sage mal, es geht, ich will jetzt hier nicht basteln. Ich kann hier nach allen, meine Kollegin lächelt, ich kann hier nach allen Kriterien das Ganze gruppieren. Was vielleicht sehenswert ist, ist diese Spalte Project Type, die Sie hier sehen. Da steht Project, steht aber auch Jira, da steht Planner, da steht Project Online. Wir haben hier die ersten Integrationsprojekte, dass wir einfach sagen können, mit der Power-Plattform stellen wir die Möglichkeit zur Verfügung, hier auch eine integrative Plattform bereitzustellen, wo wir andere Werkzeuge mit einbetten wollen. Wir haben bei Solvay nicht den Anspruch, dass wir sagen, Project über alles. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt auch andere Projektmanagement-Werkzeuge, die durchaus ihre Rechtfertigung haben für bestimmte Branchen, für bestimmte Szenarien. Uns geht es eher darum zu sagen, okay, wir sind aktiv zum Beispiel im Portfolio-Management, bieten eine Integrationsplattform für die verschiedensten Werkzeuge aus den verschiedensten Bereichen. Das werden wir jetzt hier nicht komplett abdecken. Wenn das für Sie interessant ist, das Thema Schnittstelle, das Thema Einbettung, können Sie uns gerne nochmal separat ansprechen. Was ich jetzt mal tue, ist Folgendes. Ich gehe jetzt mal hier in ein Projekt rein. Ich öffne jetzt hier einfach mal ein Projekt, klicke da mal doppelt drauf. Ah ja, doppelt draufklicken muss man können. Was ich zumindest hier schon mal sehen kann, ich kann direkt an der Stelle auch Ich kann hier direkt an der Stelle auch Masseneingaben machen. Und ja, das klappt hier sehr gut. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Bearbeiten. Das sollte genauso klappen. Wunderbar, das klappt auch. Fragen Sie mich nicht, warum es jetzt gerade mit diesem Chrome-Browser nicht funktioniert hat. Das kann vielschichtige Gründe haben. Ich habe hier gerade aus der Liste ein Projekt geöffnet, Agora Mobile App Dev Agile. Und das, was ich jetzt hier sehe, ist, vertraut möglicherweise aus Dynamics, ist hier
eine Abbildung meines Vorgehensmodells, was natürlich noch sehr viel umfangreicher sein kann. Ich habe die Möglichkeit, hier diverse weitere Prüffelder im Rahmen des Reifegrades eines Projektes zu ergänzen. Das heißt, ich kann hier die einzelnen Phasen abschließen, kann das natürlich auch per Power Automate Flow hier auch mit richtigen Workflows versehen. Und ich habe hier relativ einfache Formulare, die ich aber sehr umfangreich nutzen kann, um hier in einer ersten Phase im Project Mandate hier erste Informationen zu erfassen. Ich gehe mal weiter. Ich habe hier einen nächsten Reiter. Der Reiter heißt Aufgaben. Und jetzt haben wir wieder den Sprung zu Project for the Web. Ich habe hier eine Integration von Project for the Web in dieses Projektmodell. Das heißt, Project for the Web haben Sie einfach nur gesehen, ja, ein bisschen Balken, ein bisschen Planner, ein bisschen eine grafische Darstellung. Aber ich kann das Ganze hier komplett einbetten. Das heißt, ich kann hier weitere Ressourcen einbetten. Ich kann aber auch für dieses Projekt die komplette Workflows hinterlegen. Ich kann diverse Stammdaten hinterlegen, Statusinformationen, Teaminformationen und Ähnliches. Das heißt, das Ganze ist deutlich mehr. Ich kann diesen Plan auch im Vollfenster mehr öffnen. Ich gehe jetzt mal weiter auf die Seite Status. Ich habe die Möglichkeit, und das sind hier einfach nur Vorschläge, ich kann hier eigene Statusformulare hinterlegen. Ich gehe mal weiter auf Team. Ich kann hier mein Team verwalten. Ich habe hier die Möglichkeit einer Ressourcenabstimmung. Ich kann hier Dokumente hinterlegen. Es gibt hier eine Vielzahl von Möglichkeiten. Was ich auch tun kann in diesem Projekt, sind die Möglichkeit, ich kann hier eigene Risiken und Issues pro Projekt berücksichtigen und kann das Ganze dann in einem Gesamtrisikomanagement auch einbetten. Was vielleicht nochmal ganz nett ist in dieser Stelle, ich will es nochmal ganz kurz zeigen, ist eine Funktion hier oben. Da steht Word-Vorlagen und ich habe die Möglichkeit hier, mir eigene Formulare zu entwickeln und ich klicke mal da drauf. Ich könnte jetzt hier eben mal dieses Projektmandat auch als Word-Dokument mir anzeigen lassen. Ich tue das mal ganz kurz. Ich habe das jetzt hier unten angeboten bekommen und hoffe, dass mein Word jetzt auch startet. Da startet mein Word und das, was Sie jetzt hier sehen können, ich mache das mal kurz ein bisschen kleiner, ist dieser Report aus diesem Projektmandat. Das hat nichts mit Power BI und Ähnlichem zu tun, sondern ich kann hier diese Daten beliebig ausgeben nach Word, aber Listen auch zum Beispiel nach Excel ausgeben. Das heißt auch hier eine ganz interessante Basis für die Integration. So, ja, das soll es erstmal so für die Power-Plattform sein. Ich habe natürlich hier noch viele, viele weitere Möglichkeiten in der Power-Plattform. Ich habe hier die Möglichkeit, ein umfangreiches Berichtswesen im Hintergrund abzubilden. Das heißt, das sind jetzt hier Berichte, die auf Project for the Web aufbauen. Das sind jetzt hier Berichte, die aufbauen auf den Informationen, die ich aber hier auch in der Power-Plattform mit berücksichtige. Das heißt, ich kann hier komplett in der Plattform ein eigenes Reporting integrieren. So, das war ein kurzer Schweinsgalopp. Anja, wo wir es vergessen dabei? Genau, also vielleicht nochmal technisch ganz kurz gesagt, ist es eben wer sich mit Power Apps schon ein bisschen auskennt, das ist eine Model-Driven App, die wir hier gebaut haben, die eben direkt auf CDS, die Daten in CDS zugreift. Ja, das so ganz kurz für die Techniker unter uns, dass da auch klar wird, was wir hier eigentlich gemacht haben. Über CDS hat man eben die Möglichkeit, dort quasi alle Informationen, die dort abgelegt sind, ob sie nun aus Project for the Web oder aus irgendeinem anderen Werkzeug dieser Welt, also dieser CDS-Welt stammen, eben dann auch in der Model-Driven-App anzuzeigen, sodass dort eben unterschiedliche Dinge miteinander integriert werden können. Und natürlich über Schnittstellen dann auch noch SAP-Daten zum Beispiel und so weiter nach CDS und damit auch in die App geholt werden können. Gut, ich gehe mal jetzt hier wieder raus aus dieser Demo. Haben wir gerade Fragen dazu noch? Oder ist das erstmal so deutlich geworden? Ja, wir haben noch Fragen. Das eine ist die Frage, ob man auch sehr komplexe Projektpläne in Project for the Web bearbeiten kann. Wir kommen da ja aber auch gleich noch zu dieser Übersicht und Entscheidungshilfe, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oder ist das schon die nächste? Nee, da kommen okay. Wir jetzt genau drauf. Da kommen wir noch dazu. Eine weitere Frage war auch, ob Templates erstellt werden können. Das ist jetzt interpretationsfähig, die Frage. Also Templates von Projektplänen gehen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gerade mit Project for the Web noch nicht. Also falls Sie diese Funktionalität aus Project meinten. Es können natürlich für die anderen
sage ich mal, Bestandteile, die man ja auch im Projektteam nutzt, wie zum Beispiel die SharePoint-Seite, auf der man gemeinsam arbeitet, die ja über die Office 365-Gruppe erstellt wird. Dafür, da gibt es die normalen Standardfunktionalitäten, da können auch Templates erstellt werden, aber aktuell noch nicht für das Projekt an sich. Ja, das dazu, dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Das heißt, die Abgrenzung, wir haben es jetzt mal High-Level-Entscheidungshilfe genannt. Wir aktualisieren das Ganze laufend und wenn Sie da Fragen haben, können Sie uns auch gerne ansprechen. Das heißt, wir haben Beispiele, wir benötigen den vollen Funktionsumfang eines Project Clients. Diese Perspektive haben Sie mit Project for the Web. Ja, wir sagen erstmal noch lange nicht, das wird einfach noch dauern. Das heißt, wenn Sie wirklich komplexe Bauprojektpläne machen, wenn Sie im Bereich einer Revisionsplanung unterwegs sind oder ähnliches, da sind Sie eher mit dem Project Desktop und mit Project Online oder Project Server unterwegs. Der Anwender ist mit komplexen Werkzeug oft überfordert, ein solides Planungswerkzeug wäre hilfreich. Da kann man durchaus auf Project for the Web setzen und wir werden das gleich auch nochmal zeigen, es gibt Integrationsmöglichkeiten zwischen Project for the Web und Project Online. Das gucken wir uns an, aber ein leichtes, schlankes Projektmanagement nebenher, da ist Project for the Web, sollte die, ja, die erste Wahl sein. Zeiterfassung ist angekündigt, gibt es jetzt noch nicht. Das, was wir jetzt als Partner, bereits als Microsoft-Partner gesehen haben, sieht aber interessant aus, dass man sagt, okay, da kommen durchaus interessante Funktionen für die Zeiterfassung. Ihr Ressourcenmanagement ist angekündigt für 2020. Da gehen wir mal davon aus, dass das auch kommen wird. Wir benötigen eine Integration von Teams, Planner, übergreifend Office 365. Das geht mit Project Online und SharePoint natürlich. Es geht noch besser, also es geht durchaus ausreichend, muss man ganz klar sagen, aber es geht noch besser in dieser Integration über die neue Project-Welt. Wir haben jetzt aber, muss man auch ganz ehrlich sagen, noch keine Kundensituation gehabt, wo der Kunde gesagt hat, oh, das kann ich nicht in Project Online Office 365 integrieren, dass wir dadurch Engpässe gehabt haben. Aber es wächst halt von der Oberfläche auch mit dem neuen Modern UI ein bisschen mehr zusammen, wenn Sie auf die Power-Plattform und Project for the Web setzen. Hohe Anforderungen an das Reporting. Da haben wir bei beiden eine Menge Pluszeichen, ein Pluszeichen noch mehr bei Project for the Web und der Power-Plattform einfach durch das Common Data Service for Applications, aber wirkliche Grenzen gibt es da eigentlich in dem Kontextberichtswesen nicht. Ich kann vielleicht die Berichte noch leichter integrieren in die Power-Plattform-Oberfläche, aber ansonsten sind wir da noch mit unserem BI-Team auf keine Grenzen gestoßen. Skalierbare Plattform, zentrales Project Repository, ja, Genehmigungsworkflows und ähnliches, das geht definitiv mit beidem. Das heißt, mit Project Online haben wir nach wie vor eine sehr solide und auch durchaus zukunftssichere Plattform, mit der wir sehr große Projektpläne abbilden können. Also wenn Sie sehr professionelle Anforderungen haben an ein umfangreiches Projektmanagement, dann ist Project Online und in der On-Prem-Welt natürlich Project Server weiterhin die erste Wahl. Anders ausgedrückt, Project Online, umfangreiche Multiprojekte, verbindliche Zeitplanung, also Betonung auf verbindlich, Basisplan, soll, ist, vielleicht auch ein bisschen revisionssicher, Project Online, umfangreiche Rückmeldung, geleistete Arbeit, Vorgangsfortschritt, granulare Rechteverwaltung, da wissen wir noch nicht, wie das weitergeht mit Project for the Web, hoher Reifegrad in der Projektorganisation passt auf jeden Fall, also offizielle Projektmanager sind am besten aufgehoben mit Project Online. Agiles Arbeiten im Projekt, unternehmensweiter Einsatz, auch für Unofficial Project Manager, das sind die Gelegenheitsprojektmanager, die ansonsten jetzt bis heute noch mit Excel arbeiten, die sind vielleicht eher besser aufgehoben in der neuen Welt. Intuitiv ist das Ganze, es wird laufend weiterentwickelt, CDS hatten wir angesprochen und die Oberfläche ist stark individualisierbar. So gesehen können wir hier ganz klar sagen, das spricht wiederum für Project for the Web. Eine Parität, so die Aussage von Microsoft zwischen beiden Werkzeugen, wird nicht angestrebt. So, und das ist ein Bild, was wir jetzt auch aktiv mit Kunden auch anwenden in der Beratung, also in unseren Kundenprojekten. Wir haben Kunden, die wollen mit Project for the Web durchaus schon anfangen, haben aber auch Projekte mit hohen Anforderungen. Und es gibt die Möglichkeiten, beide Werkzeuge zu verbinden. Der einfachste Schritt über Power BI, das heißt über Power BI ein Gesamtportfolio darstellen aus beiden Werkzeugen. Ich kann beide Werkzeuge aber auch über Flow verbinden. Wir haben jetzt zum Beispiel hier auch gerade eine Lösung gebaut, dass wir Project for the Web Vorgänge, also Arbeitsvorgänge synchronisieren mit Project Online Vorgängen. Diese Möglichkeiten sind da über die Power Plattform und da greift halt auch die übergreifende Positionierung. Über die Power Plattform kann ich beides zusammenbringen. Das heißt, ich kann hier ganz klar sagen, Project for the Web und Project Online kann durchaus auch in einer Organisation parallel und dann aber auch ergänzend zu einem Gesamtportfolio genutzt werden.
So, und das Bild von Microsoft. Wir haben hier mal eine Folie von Microsoft dazu genommen. Take across Microsoft Apps and Services. Hier sehe ich einfach, wie Microsoft die Welt sich vorstellt. Wir kommen von links, sehr individuell. Wir gehen in die Mitte, in die Kollaboration, in die Zusammenarbeit und gehen rechts in die professionelle Applikation rein. Das heißt, wir haben, das ist das, was wir vorhin auch angesprochen hatten, einen hohen Grad der Integration zwischen all diesen Werkzeugen. Das heißt, ich kann mein Project Online, ich kann mein Project for the Web in Teams integrieren, kann es über Flow, über Graph verbinden in andere Werkzeuge, in Richtung To-Do, in Richtung Outlook. Ich kann hier wirklich vielfältige Möglichkeiten der Kollaboration nutzen, um hier komplett eigenständige Lösungen aufzubauen. So, dann kommen wir zu der zweiten Frage. Genau, zu dem, was wir jetzt gezeigt haben, vielleicht mal ein erstes Feedback von Ihnen, würden wir Sie darum bitten, was für Sie zukünftig interessant sein kann. Die müsste jetzt bei Ihnen auftauchen, die Frage. Im Moment wird noch geantwortet. Warten noch einen kleinen Augenblick, da passiert noch was. Okay. Jetzt schließe ich die Umfrage und übertrage das Ergebnis, sodass wir das jetzt alle sehen können. Zukünftig kann interessant sein für Sie Project Online bei 22%, Project for the Web hat schon auch viel Zustimmung, 37%, Microsoft Power Platform auch gute Zustimmung, aber eine ganze Menge oder ein Viertel, sagen wir mal, tut sich auch noch schwer. Das kann ich auch gut nachvollziehen, gerade wenn die Informationen neu sind, sind es einfach sehr viele und man muss schauen, wie man die einordnet. Da auch die herzliche Einladung, auch im Nachgang sind wir gern bereit, da noch weiter mit Ihnen darüber zu sprechen, wie wir das für Sie persönlich einordnen können. Ja, interessant ist, dass wir in der Beratung mittlerweile einige Workshops mit Kunden durchführen, ein, zwei Tage, wo wir einfach die Anforderungen gegenüberstellen und einfach auch über eine Roadmap diskutieren. Wie kann Ihr Projektmanagement auf Basis von Microsoft Software, so ist der Titel bei uns im Jahr 2022 aussehen? Das heißt, welche Perspektiven ergeben sich aus dieser neuen Software? Wenn Sie da Interesse haben, wir haben da mittlerweile einiges gemacht und auch einige Umsetzungen jetzt hier schon aktiv, sprechen Sie uns gerne an. Kommen wir zum letzten Punkt und wir müssen zugeben, wir sind etwas über der Zeit. Das passiert bei uns normalerweise nie in Webcasts. Zumindest wenn ich dabei bin. Ich habe zu viel dazwischen geredet. Ja, genau. Okay, ja, kommen wir auf den entscheidenden Punkt, Vision, Realität, vom Change zur Transformation. Wir wissen alle, dass Project nur ein Werkzeug ist und wir haben Vision, aber wir haben auch Realitäten. Das heißt, wir möchten agiler arbeiten, wir brauchen eine bessere Kommunikation, mehr Individualität, verschlankte Prozesse, bessere Transparenz, Kreativität, mehr Geschwindigkeit, haben aber auch eine Realität und die heißt oftmals, es ist bei diesen ganzen tollen neuen Werkzeugen, die plötzlich zur Verfügung stehen, eigentlich nicht ganz klar, wohin man sich eigentlich entwickeln möchte. Also wie sieht mein Projektmanagement in den nächsten 2, 3, 4 Jahren aus? Wie gestaltet sich das für die Zukunft? Wo möchte ich mich hin entwickeln? Der Fokus auf die Digitalisierung ist unglaublich stark und ja, auch da vergisst man manchmal, was man eigentlich wirklich erreichen möchte. Es fehlt oftmals ein wirklicher Migrationspfad in Richtung Office 365, in Richtung Workmanagement, in Richtung Projektmanagement. Wie kann ich diese Werkzeuge, Teams, Planner, Project for the Web, aber auch ein Project Online, was ich einfach nur so technisch bereitstelle, wirklich anwenden? Inhaltliches Verlieren von Mitarbeitern ist durchaus ein Problem im Change. Es fehlt oftmals eine zentrale Instanz für die Veränderung. Oftmals wird das Ganze vom IT-Bereich getrieben, aber es gehören möglicherweise weitere Bereiche dazu. Und es gibt natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Interessen, Zielsetzungen und vor allem auch ein unterschiedliches Verständnis, wo man immer wieder überlegen muss, okay, wo hole ich wirklich die Organisation idealerweise ab? Das heißt, das Change Management, gerade im Rahmen der Digitalisierung, als Enabler für die Transformation hat für uns eine große Bedeutung. Und was heißen denn diese großen Worte Change und natürlich auch Transformation? Der Change ist in der Vergangenheit ja erstmal schon sehr bekannt und ist auch nichts Neues. Und mit dem Change reagieren wir auf einen Missstand und versuchen, den zu verbessern. Und das Ziel ist eigentlich relativ klar. Allerdings haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Das heißt, wir sind immer mehr in der Transformation. Es ist nicht klar, wo
sich die Technik wie weiterentwickelt, wie die Anforderungen sich weiterentwickeln. Wir sind auch gerade aktuell in einer sehr beweglichen Welt und wir gehen immer stärker hier oder wir setzen immer mehr die Anforderungen oder auch die Situation der Transformation voraus. Das heißt, wir haben eine laufende Veränderung. Wir ruhen uns nicht mehr auf dem aus, was wir jetzt für 3, 4 Jahre definieren, sondern es kann durchaus sein, dass auch unterjährig Dinge immer wieder in Frage gestellt werden, verbessert werden müssen, sich weiterentwickeln. Und das ist etwas, was für uns gerade auch in der Bereitstellung von Werkzeugen sehr wichtig ist. Und wir haben das Reifegradmodell, das als bekannteste Reifegradmodell, mal sehr stark aggregiert, indem wir sagen, die Projektkultur hat eine riesige Bedeutung. Der Prozess hat eine große Bedeutung, das Werkzeug hat eine große Bedeutung. Und diese 3 Komponenten, Mensch, Prozess, Werkzeug, die sollten Sie, aber wir tun es auf unserer Seite auch in der Beratung, immer berücksichtigt werden. Wenn man ein Werkzeug erfolgreich einführt, dann muss die Projektmanagementkultur stimmen, der Anwender muss abgeholt werden, der Prozess muss passen, ein Werkzeug ist nur ein Werkzeug. Naja, und das Werkzeug muss in seiner Art halt auch wirklich anwendbar sein für Kultur und Prozess. Das ganz einfach nochmal hier die Information. Dazu finden Sie einiges mehr auch auf unserer Webseite. Unsere Erfahrung aus Digitalisierungsprojekten, oftmals ein großer Wildwuchs. Delph steht plötzlich zur Verfügung und keiner weiß, was das für Transparenz bedeutet. Ein Project for the Web ist plötzlich freigeschaltet, der Planner ist plötzlich da. Für Teams gibt es keine klaren Regeln. Wir haben hier Herausforderungen, dass alle Beteiligten wirklich eingebunden werden müssen. Natürlich auch eine Arbeitnehmervertretung. Das Thema Datenschutz hat eine gewisse Bedeutung und wir brauchen ein starkes Marketing, um die Organisation in ihrer Ausgangslage abzuholen. Aber wir sollten immer das, was wir bis heute im Projektmanagement, im Workmanagement erreicht haben, wirklich auch achten und nicht gleich voll in Frage stellen. Also das sind ganz wichtige Erfahrungen aus unseren Projekten. Nicht gleich alles einreißen, sich das Neue aber durchaus anschauen, langsam das Mindset öffnen in Richtung, wir sind in einer laufenden Transformation und was können uns die neuen Werkzeuge für die Zukunft bieten. So, und das Vorgehen, was wir hier ansetzen, jetzt müssen wir sagen, diese Folie, die ist eigentlich relativ alt bei uns, die haben wir auch schon für Project Server eingesetzt, aber die passt auch für die neue Welt. Das heißt, wenn wir diese neuen Werkzeuge erfolgreich einführen wollen, brauchen wir ein Proof of Concept, wir brauchen überhaupt erstmal eine Beurteilungsfähigkeit. Wir sollten immer mit einem Basissystem anfangen, ohne große Anpassungen und Erweiterungen, um überhaupt auch Erfahrung zu sammeln. Und dann können wir an einer großen Lösung bauen. Und das ist genau das, wofür Microsoft Standard Software sehr gut geeignet ist. Und genauso beraten wir deshalb auch gerne damit. Das heißt, wir fangen mit einem Respekt vom Vorhandenen an. Wir bewerten den Reifegrad, schauen uns die Strategie an, wo wir uns hinentwickeln wollen. Das heißt, Organisation im laufenden Betrieb abholen und nicht gefährden, Beurteilungsfähigkeit, Mehrwerte aufzeigen und den Change begreifen. Das soweit einfach nochmal ein paar philosophische Wörter oder Erfahrung aus unserer Beratung. So, und damit kommen wir auch zum Ende. Wir möchten am Ende nochmal darauf hinweisen, Sie bekommen diesen Webcast auch aufgezeichnet. Wir werden ihn für YouTube hochladen, ohne Informationen, die direkt auf Sie hindeuten. Den Link bekommen Sie von uns aber auch zugeschickt und unsere Kollegen sprechen Sie darauf auch an. Wenn Sie ein direktes Gespräch haben wollen, ein unverbindliches Gespräch, können wir das gerne mit Ihnen führen. Worauf wir hinweisen möchten, sind Workshops, die wir gemeinsam mit Microsoft realisieren, als Microsoft-Partner. Das Ganze nennt sich Project App in a Day. Diese Workshops sollten jetzt in Deutschland, wir hatten das in verschiedenen Städten vor, realisiert werden. Das heißt, im Prinzip auch Hand-on-Lab-Workshops mit Ihnen gemeinsam hier eine App einfach mal entwickeln. Aus aktuell bekannten Gründen finden diese Veranstaltungen oder auch der Situation nicht statt. Wir bereiten das Ganze gerade vor, um das Ganze remote zu realisieren. Das heißt, wir werden hier einige Webcasts durchführen für das Thema Project App in a Day. Informationen dazu auf unserer Solvent Homepage. Dort bekommen Sie wirklich aktuellste Informationen von Solvent-zertifizierten Mitarbeitern in dieser Technologie, also Microsoft zertifiziert, die dann mit Ihnen hier einfach sich mit diesem Thema tiefergehend beschäftigen. Ja, kommen Sie auch gerne auf uns zu, wenn Sie da Interesse daran haben. Das gibt wirklich nochmal auch einen sehr guten und tiefen Einblick, auch wie solche Apps und wie die Power Plattform tatsächlich angewendet werden kann. Gut, ja, dann bedanken wir uns an der Stelle erstmal bis jetzt und schön, dass Sie noch auch ein paar Minuten länger bei uns geblieben sind. Meine Kollegin Anja Stab und meine Person Jürgen Rosenstock, wir bedanken uns für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und ach, vielen Dank. Genau, und wir hoffen, dass wir Sie einigermaßen informieren konnten. Wir machen jeden Tag in jedem Projekt neue Erfahrungen mit dieser neuen Technologie
und entdecken immer neue Möglichkeiten und ja, sind selbst angetan von der Flexibilität, die wir dadurch für unsere Beratung, für die Anwendung der Beratungsergebnisse haben, aber auch die Flexibilität im Endeffekt für Ihre Organisation. Wir würden uns freuen, mit Ihnen im Gespräch zu bleiben. Vielen Dank. Ja, tschüss. Danke.